Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, meine lieben Freunde, heute möchte ich euch das neue Album Paul von Sido vorstellen. Das Ganze gibt es in der limitierten Clear Vinyl Edition zum Unboxing für euch von mir. Wie gewohnt. Ja, liebe Freunde, das neue, das neunte Album von Sido mit dem Titel Paul ist heute am Freitag, den 9. Dezember erschienen. Für die Vinyl in der Clear Edition habe ich 32,99 Euro auf Bravato bezahlt. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Genauso wie den Link zum Standardalbum. Das Ganze kommt im Digipack. Und natürlich auch den Link zur Fanbox. Aber Freunde, leider muss ich euch sagen, die Fanbox ist mittlerweile komplett ausverkauft. Alle Größen in der Fanbox ist ein Longsleeve enthalten. Und da gab es natürlich alle möglichen Größen, also S, M, L und XL. Alle Größen sind mittlerweile komplett ausverkauft. Ich verlinke euch das Ganze trotzdem unten in der Videobeschreibung. Die Box hat 64,99 Euro gekostet. Ich persönlich habe leider auch keine mehr bekommen. Ich habe ein bisschen zu lange gewartet. Das, was ich euch eigentlich immer sage, wenn ihr eine Box haben wollt, dann bestellt sie euch gleich. Wartet nicht zu lange, denn es kann natürlich sein, dass sie irgendwann ausverkauft ist. Und ja, in dem Fall hat es mich leider selber diesmal erwischt. Aber ich konnte mir wenigstens noch die Vinyl sichern. Die gibt es auch noch derzeit bei Amazon und auch bei Bravado. Wie gesagt, Links dazu findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Unboxing. Ihr könnt mir an dieser Stelle natürlich gern wieder euren Lieblingssong vom Interpreten einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr schon mal dabei seid, liebe Freunde, vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen, damit das Ganze ein bisschen gepusht wird und mein Unboxing ein paar Leuten mehr angezeigt wird, ich dadurch ein bisschen Reichweite bekomme. Vielen Dank. Gut, wir starten direkt. Als erstes würde ich sagen, entfernen wir natürlich erst einmal die Folie und dann gehen wir natürlich erstmal ein bisschen auf das Albumcover ein, beziehungsweise auf die Vinylhülle. Jetzt werde ich das Ganze erstmal ganz vorsichtig öffnen. So. So, Folie ist ab. Hier hinten haben wir jetzt noch einen Aufkleber drauf mit dem Barcode und da steht Limited Clear Vinyl. Okay, so. Dann kommen wir mal direkt zu dem wirklich mega gut gewordenen Albumcover. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Also ich finde es wirklich mega gut geworden. Passend natürlich zum Albumtitel Paul. Jeder kennt Sido unter dem offiziellen Namen Paul Hartmut Würdig. Und dieses Album ist ein sehr persönliches Album. Deswegen hat es den Vornamen von Sido bekommen. Einfach Paul. Wie gesagt, ein sehr persönliches Album. Es war in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen eher sehr in den Medien, wie dieses Album entstanden ist, wodurch und so. Ihr habt sicher alle gehört, Sido hatte da so ein bisschen, ein paar größere Probleme, die ihm dann am Ende in die Klapse geführt haben. Und dort hat er dann so ein bisschen zu sich selbst gefunden, zu Paul. Also er war die ganze Zeit immer nur Sido, die Jahre über. Und so hat er jetzt endlich mal wieder zu Paul, also zu sich selbst gefunden. Und das zeigt dieses Albumcover natürlich gut, also diese in unterschiedlichen Situationen, man hier so ein bisschen sehr krass lachend, dann ganz normal, hier das Auge groß aufgerissen, hier eher so ganz normal und natürlich hier an der Seite noch die Maske. Hier drunter lesen wir den Albumtitel Paul und hier haben wir jetzt sogar noch so eine Glanzoptik, also Sido, ich hoffe, ihr seht das relativ gut. Ich versuche das mal einzufangen für euch, da, ziemlich cool gemacht. Also wirklich ein sehr, sehr cooles Albumcover, gefällt mir wirklich sehr gut. Und dann haben wir natürlich noch die Rückseite. Hier sehen wir jetzt die Hände von Sido, wie diese schwarze Maske ist das übrigens, also nicht die normale, sondern eine schwarze Maske, wahrscheinlich die dunkle Seite von Sido. Teure Ohr ist am Start und natürlich haben wir hier die Songs aufgelistet, die auf den Vinyls drauf sind. Insgesamt 14 Songs haben wir auf dem neuen Album drauf und Barcode haben wir unten auch noch. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht, wirklich sehr, sehr schönes Albumcover, gefällt mir, ja wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut. Gut, dann klappen wir das Ganze mal auf und da kommt jetzt natürlich noch ein paar Bilder. Also einmal hier Sido von hinten mit Kapuze auf, wir lesen groß Paul und auf der rechten Seite haben wir jetzt nochmal Sido, wie er sich so die Hände vors Gesicht hält. Also sehr cool gemacht hier drin das Ganze und hier haben wir dann wie gesagt nochmal die Songs aufgelistet auf den jeweiligen Schallplatten. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur ersten Platte. Und damit auch zum ersten Schutzumschlag. Wir haben einen schwarzen Schutzumschlag. Auf der einen Seite Sido
Und auf der anderen Seite haben wir die Maske drauf. Das ist übrigens das Motiv, was in der Fanbox auf dem Longsleeve drauf ist. Also diese Maske und dann war, glaube ich, vorne ja, dieser Sido-Schriftzug oder dieser Pau-Schriftzug drauf. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, das war das Motiv auf dem Longsleeve in der Box. Gut, dann schauen wir uns mal die Vinyl an. Da gibt es natürlich nicht viel zu zeigen. Das Besondere daran ist, wie gesagt, dass es sich hier um eine Clear Edition handelt. So sieht das Ganze aus. Und sehr schön, wir haben jetzt hier in der Mitte nochmal das Albumcover drauf auf der Seite A. Und auf der Seite B haben wir jetzt ebenfalls nochmal das Albumcover drauf. Okay, sehr cool. Also, die erste Vinyl. Jetzt gucke ich natürlich da nochmal rein. Also wir haben hier schon mal nichts, was so vielleicht hätte sein können. Downloadcode ist ja manchmal mit dabei oder so fürs Album extra nochmal. Gut, okay, dann schauen wir mal auf die andere Seite. Hier schaue ich jetzt gleich nochmal rein. Ne, hier haben wir also auch nichts drin. Hätte ja sein können, manchmal ist es ja so, dass man einen Downloadcode fürs Album mit drin hat. Aber heutzutage, in Zeiten von Spotify, braucht man das eigentlich nicht mehr. Gut, hier haben wir nochmal den Schutzumschlag von der zweiten Vinyl, jetzt ebenfalls wieder mit Sido und mit der Maske. Hier hätte ich mir jetzt persönlich gewünscht, dass das Ganze nochmal vielleicht ein paar andere Bilder von Sido oder so, vielleicht aus dem Booklet, vielleicht hier drauf wären, ein bisschen anders gestaltet. Aber okay, gut, dann zeige ich euch ganz kurz noch die zweite Vinyl. Und da haben wir jetzt ebenfalls wieder in der Mitte das Albumcover, Seite C und Seite D. Okay, gut, hier hätte ich mir natürlich auch nochmal ein bisschen Abwechslung gewünscht, dass man hier jetzt nochmal ein anderes Motiv genommen als das Albumcover. Aber gut. Okay, das war die zweite Vinyl und damit, liebe Freunde, sind wir schon wieder am Ende des Unboxings. Ja, wirklich eine sehr schöne Edition, gefällt mir sehr gut. Einige von euch wissen ja, ich liebe Vinyls, sammle die sehr gern. Vor allen Dingen dann also in bestimmten Sondereditionen, wie in dieser Clear Edition, wie es hier ist. Also sehr schön gemacht, gefällt mir sehr gut. 32,99 ein absolut guter Preis, wenn man überlegt, dass die Standard-Vinyl, also die komplett schwarze Vinyl, 1 Euro günstiger ist. Also wirklich sehr, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Wäre natürlich cool gewesen, wenn hier noch irgendwie eine Nummerierung drauf gewesen wäre oder so. Aber gut, alles gut. Okay, liebe Freunde, dann sind wir schon wieder durch mit dem Unboxing. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schöne Grüße, geh natürlich raus an Sido. Viel Erfolg auch weiterhin. Ich hoffe, das Album ist ja ein Erfolg. Also jedes Album von Sido ist eigentlich ein Erfolg. Also es wird auf jeden Fall ein Erfolg. Sehr gutes Album, sehr stark. Ich bin vorhin übrigens gar nicht auf die Songs eingegangen, was jetzt alles schon veröffentlicht worden ist. Also Versager, der Song, wurde als erstes veröffentlicht, wo es um seinen Vater geht. Dann, was war es noch jetzt vor kurzem? Medizin, Sterne mit Bossa. Also die Songs sind jetzt schon veröffentlicht. Alles sehr, sehr gute Songs. Sterne ist am besten. Gefällt mir bisher am besten. Also ja, sehr, sehr cool. Gut, liebe Freunde, das war's mit dem Unboxing. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's. Bis dahin. Haut rein und ciao, ciao.